Quelle des Genusses. Bannecke. Feinkostflüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute sorgen wir mal für ein bisschen vitaminreiche Abwechslung an der Bar. Und zwar mit dem Red Snapper. Den Namen werden die meisten von Ihnen nicht kennen, den Drink quasi schon, denn der Red Snapper ist eigentlich nur eine Variante der berühmten Bloody Mary. Und zwar ist die Grundspirituose im Prinzip ausgetauscht. Und in dem Fall benutzen wir halt Gin. Einen London Dry Gin oder einen würzigen anderen Gin ist eigentlich da das Mittel der Wahl, um den Red Snapper herzustellen. Was das Schöne an diesem Drink ist dass Sie eigentlich freie Hand haben, was die Würze angeht. Sie können allerlei Würzsoßen, allerlei Gewürze für die Schärfe und für den Charakter des Drinks halt benutzen. Und wir toben uns da heute mal ein bisschen aus. Klassisch kann man die Bloody Mary und den Red Snapper rühren oder auch auf Eis shaken. Eigentlich ein bisschen feiner und klassischer ist die gerührte Variante und da halten wir uns heute auch dran. Wir können in diesem Fall tatsächlich mit der Spirituose eigentlich anfangen. Das sind 4 bis 5 cl vom Gin. Für die leichte Säure sorgt der Saft einer halben Zitrone. Und dann können wir eigentlich auch schon mit den Würzen anfangen. Oder wir geben zunächst den Tomatensaft dazu, in etwa 10 bis 15 Zentiliter, je nachdem, was für ein Glas Sie benutzen. Wir nehmen jetzt heute ein Double Rocks Glas, da sind wir mit 15 Zentilitern eigentlich ganz gut bedient. So, jetzt kommen wir zu der Würze. Ganz klassisch, was Sie eigentlich immer nehmen sollten, ist Selleriesalz. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall mit in die Bloody Mary gehört. Dann frischer Pfeffer. Und da können Sie entweder auf Ihre Pfeffermühle zurückgreifen oder wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einem Mörser schwarzen Pfeffer direkt frisch zerkleinern. Das ist natürlich im Prinzip die schönste Variante und macht auch bei der Herstellung für Ihre Gäste ein bisschen mehr her. Direkt aus dem Mörser in den Drink. Bei der Dosierung ist natürlich immer schwierig, eine Faustregel zu geben, je nachdem, wie scharf Sie es mögen. Ich bin eher ein bisschen schärfer unterwegs, deswegen dürfen da auch gerne 3-4 Dashes Tabasco mit rein. Unbedingt ist auch Worcestersoße zu empfehlen. In etwa ja, ein großzügiger Dash, sage ich mal. Und in der Variante, wie ich ihn sehr gerne mag, sowohl den Red Snapper als auch die Bloody Mary, verwenden wir noch ein bisschen Wasabi. In dem Fall natürlich Wasabi-Paste. Wenn Sie die Möglichkeit haben und Ihnen das weder zu viel Aufwand noch ein zu großer Kostenaufwand ist, können Sie natürlich frischen Wasabi nehmen, aber ich denke, mit Wasabi-Paste fahren wir auch ganz gut. Dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu tun, als den Drink gleich auf Eis zu rühren. In dem Fall würde ich aber gerne nochmal auf die Garnitur ein bisschen zu sprechen kommen, denn da kann man ein bisschen kreativ werden. Ganz typisch ist natürlich, dass man Staudensellerie dazu reicht, denn den nimmt man nicht nur zum Umrühren nachher, sondern einfach auch um den Drink zusammen mit dem Sellerie zu genießen. Was Sie dabei immer tun sollten, ist den Sellerie ein bisschen abschälen, denn sonst hängen Ihnen nachher diese Fasern zwischen den Zähnen und das will man eigentlich nicht so gern. Das ist auch relativ schnell gemacht mit dem Barmesser. Da muss man auch nicht zu gründlich werden, aber ein wenig schon. Das Ende nachher abschneiden. Und dann vielleicht mit einer Chili und einer Olive zusammen sich so ein kleines Garniturwunderwerk basteln.
welches Sie dann am Ende mit aufs Glas geben können. So, jetzt aber wieder zum Drink. Mit ausreichend Eis gut verrühren. Wenn Sie jetzt solche Säfte wie Tomatensaft verrühren, dann ruhig ein bisschen länger, denn die müssen sich natürlich sowohl mit dem Gin als auch mit den anderen Zutaten erstmal verbinden. Kurz abschmecken macht dabei immer Sinn, denn zu scharf soll es ja nicht sein. Und dann einfach ins vorgekühlte Glas abseilen. Im Anschluss die Garnitur, die wir vorbereitet haben, mit ans Glas geben und mit ein bisschen Fleur de Sel weiter garnieren. Und fertig ist der mit viel Liebe gemachte Red Snapper. Cheers!